Hier am Fuße des Dachsteins in Abtenau begann im Jahr 1932 ein kleiner Tischlereibetrieb damit, die Komponenten Natur, Design und Handwerk zu kombinieren und einzigartige Möbel und Naturwerke auf den Markt zu bringen. Mittlerweile ist aus diesem Drei-Mann-Betrieb ein international erfolgreiches Unternehmen mit mehr als 400 MitarbeiterInnen geworden. Die Voglauer-Produkte, man muss differenzieren, Möbelhandelsbereich, da sind wir im Vollholzbereich unterwegs, wo wir wirklich sagen wir, Produkte und Materialien verwenden, die aus dem alpinen Kontext entstehen und so das alpine, den alpinen Lifestyle versinnbildlichen und darstellen. Und da holt man sich wirklich mit jedem Möbelstück das Urlaubsfeeling aus Österreich ins eigene Heim. Sorgt natürlich für ein perfektes, angenehmes Wohnklima und natürlich für eine entsprechende Entspannung. Und im Hotelbereich bedienen wir den 4-Stern-, 5-Stern-Bereich, wo wir wirklich die Gesamtlösung aus einer Hand anbieten, um bestmögliche und schnellstmögliche Projektrealisierung gewährleisten zu können. Da bieten wir von der Architektur, vom Design bis zur Ausführung Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär, FF&E-Pakete, natürlich Möbel, alles aus einer Hand an und bieten ein perfektes Projektmanagement dazu, sodass der Hotelier wirklich ein rundum sorglos Paket genießen kann. Egal ob Mitarbeiter-Shuttles, täglich frische Menüs in der Kantine oder ein großes Angebot an Aus- und Weiterbildungen, der soziale Faktor ist dem Unternehmen immens wichtig. Ebenso hat für das Familienunternehmen Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert. Die Vision des Unternehmens ist, dass wir hier am Produktionsstandort Abtenau auch wirklich zukunftsfähig uns aufstellen, dass wir wirklich auch im Sinne der ganzen Nachhaltigkeit uns perfekt positionieren, weil natürlich auch für unsere Zielgruppe, für unsere Kunden es extrem wichtig ist, zu wissen, wo sind die Möbel produziert, sind sie im ökologischen Einklang produziert und da setzen wir wirklich ein Hauptaugenmerk und setzen auch die ganze Investitionspolitik eindeutig in die Richtung Nachhaltigkeit, Energieautarkheit und so weiter. Wir machen einen Wärmeaustausch an Aktiven, also unsere Abluft in den Absaugungen, die tauschen wir und blasen sie dann praktisch wieder vorgewärmt ein. Wir haben in die Kompressoreffizienz investiert, wir haben Fenstertausch, wir haben die Dächer saniert. Ja, wir haben eine neue Biomasseanlage installiert vor 3 Jahren, wo wir 3,4 Megawatt Leistung haben, plus 2,4 als Ersatzofen. Und mit dem haben wir auch eine Effizienz enorm gewonnen und können sagen, dass wir uns eigentlich zu nahezu 100% selber versorgen mit der Biomasse. Holz aus zertifizierter, nachhaltiger Forstwirtschaft, ein energieeffizientes Heizsystem und eigens produzierte Wasser- und Sonnenkraft. Voglauer forciert die Dekarbonisierung. Ja, den meisten Strom braucht man auf jeden Fall für die Fertigungsprozesse. Der gesamte Energiehaushalt braucht relativ viel Biomasse im Haus, das macht über 50% aus. Und der Strombedarf ist ca. 40%. Davon kommen gut 55% aus dem eigenen Wasserkraftwerk am Schwarzenbach. Da produzieren wir ca. 2,6 Megawatt im Jahr und seit April 2022 haben wir eine PV-Anlage mit 1,1 Megawatt, das uns auch dazu beiträgt, dass wir eigentlich schon mehr als die Hälfte selber versorgt sind. Die Dekarbonisierung trifft uns nicht nur uns, die nächsten Generationen. Und ich denke, da können wir auch unseren Beitrag dazu zu leisten. Und es gibt wenig Wichtigeres, als hier mitzukämpfen. Das Familienunternehmen Voglauer, ein echter Worldchanger-Betrieb. Wenn auch Sie sich für eine Beratung rund um energieeffiziente Maßnahmen interessieren, dann klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at/energieberatung.